Wenn ich meine Augen schließe, kann ich sie beinahe noch vor mir sehen. Die Schwestern der Corstraat. Sie waren vor 80 Jahren die Ersten, die Menschen mit eingeschränkter Körperhaltung und Bewegungsfreiheit wieder in Bewegung brachten. An diesem heilsamen Ort in den Wäldern ließen sie das Sonnenlicht herein, um Menschen zu heilen und Schmerzen zu lindern. Innovation machte hier von jeher den Unterschied. Zum Beispiel für den jungen Patrick, der durch das hier entwickelte Piratenkonzept seinen spastischen Arm wieder zu benutzen lernte. Und für Sabine, die mit ihrer Leidenschaft für Sport Patrick wirklich helfen konnte. Die Leidenschaft für Sport, die Maria dank einer komplizierten Rücken-OP wieder zurückgewinnen konnte. Eine Expertise mit langjähriger Tradition. In den 80er Jahren wurde hier der H-Frame erfunden, lange Zeit der internationale Standard für Rücken-OPs. Das Austesten der Grenzen des Möglichen sorgt für enorme internationale Aufmerksamkeit. Beispielsweise für die neue Hüfte aus dem 3D-Drucker, mit der Ilse bald wieder den Berg hinaufradeln wird. Das Sammeln und Teilen von Wissen ist auch für Hans wichtig, der gerade an einem Forschungskongress in Japan teilgenommen hat. Gemeinsam mit der behandelnden Therapeutin Anke gab er Joyce wieder das Selbstvertrauen, um wortwörtlich wieder erste Schritte zu wagen. Aber Innovation ist nicht nur eine Frage von fortschrittlicher Technik. Mitunter geht es darum, intelligenter, menschenorientierter zu arbeiten. Da Anne bei ihren Besuchen beim Rheumatologen auch andere behandelnde Therapeuten sieht, weiß sie sofort, wie es um ihr Rheuma gestellt ist. Und da sie weniger Beschwerden hat, braucht sie weniger Medizin. Innovative Behandlungsmethoden und die besten Chirurgen bringen Petra mit ihrem zweiten neuen Knie doppelt so schnell wieder auf die Beine. Und Tom konnte nach seiner Schulteroperation zu seiner Überraschung wieder in seinen alten Beruf zurückkehren. Seine anhaltenden Schmerzen machen Peter jetzt weit weniger zu schaffen, obwohl er vorher angeblich schon austherapiert war. Dafür nimmt er gerne eine lange Reise auf sich. Intelligenter zu arbeiten, darum geht es, bis hin zur Küche. Unser Chefkoch bereitet nachhaltige und gesunde Gerichte aus regionalen Produkten zu. Ein einzigartiger Ansatz, wodurch weniger Abfälle entstehen. Wir sind keine Wunderheiler. Skoliose kann man nicht schnell kurieren. Aber es bedeutet auch einen Heilerfolg, sich stets mehr bewegen zu können, sich selbst wiederzufinden, neue Ziele zu stecken und neue Leidenschaften zu entdecken. Die wichtigste Frage für uns lautet: Was bringt die Behandlung dem Patienten? Weniger Schmerzen, eine verbesserte Beweglichkeit und Aussicht auf neue Träume und Möglichkeiten. So bringen wir jeden Tag Menschen weiter in Bewegung.